Schulen mit Schülern mit Förderbedarf, Wahrnehmung und Entwicklung haben in Bremerhaven in der Regel 2 Klassenräume. Wir haben für jede Klasse nur 1 Klassenraum. Wir haben aber angefangen, unsere Gesamtraumstruktur zu verändern. Wir haben einen Bewegungsraum entwickelt, wir haben einen Ruheraum, wir haben ein Selbstlernzentrum, also verschiedene Möglichkeiten, wo unterschiedliche Bedürfnisse von Kindern befriedigt werden. Schön, dass du da bist, schön, dass Sie da sind zu unserem ersten 3-Standpunkte-Gespräch in diesem Schuljahr. Ich gehe gut und respektvoll mit anderen Mitschülerinnen und Mitschülern um. Die 3-Standpunkte-Gespräche finden bei uns 3-mal im Schuljahr statt. Und die Besonderheit ist, es ist nicht so ein klassisches, der Lehrer erzählt den Eltern irgendwas, sondern im Fokus stehen die Schülerinnen und Schüler, die uns erzählen, wie läuft denn ihr Alltag ihr eigentlich. Das Besondere ist, dass es vor allem darum geht, bestimmte Vereinbarungen zu treffen, bestimmte Ziele sich vorzunehmen. Am Anfang der 5. Klasse schreiben alle einen Einstufungstest in Deutsch und Mathematik. Und darauf aufbauend entwickelt sich dann die Lernplanung fürs Kompetenzraster. Ich finde gut, dass ich so in diesem Tempo arbeiten kann, wie ich will. Durch die individualisierten Stundenpläne haben die Schülerinnen und Schüler die Chance, nach ihren Stärken gefördert zu werden. Jeden Freitag treffen sich alle neuen Kollegen und Kolleginnen. Wir besprechen die Sachen, die einem noch schwerfallen, wenn man neu an eine Schule kommt, Abläufe, die man kennen muss. Wir möchten unseren Schülern mitgeben, dass sie an der Schule etwas gelernt haben, dass sie selbstbewusst sich Problemen stellen können und dass sie die Fähigkeit haben, Probleme lösen zu können.